Gut, Eisengott mal wieder hier. Ja, heute bin ich mal wieder draußen in der Natur, wieder an den Externsternen. Und eigentlich hatte ich heute mal vor, ein bisschen darüber zu philosophieren. Über Haare zu philosophieren, nein, wollte ich nicht. Darüber zu philosophieren, wie man als Asatruhe damit umgeht, wenn geliebte Menschen dahinscheiden, die dem christlichen Glauben angehören, in Andenken an meine Oma, die deren Todestag sich bald jährt. Aber ich erfahre hier diese Stille, wie immer. Es ist hier wunderbar ruhig. Und meine Stimme klingt hier eigentlich viel zu fremd. Von daher möchte ich diese Ruhe jetzt auch nicht weiter stören und da sie eh die Ruhe der Natur viel mehr geliebt hat, möchte ich eigentlich mehr die Bilder sprechen lassen. Von daher, ja, seht dieses Video einfach ein bisschen als Andenken an einen geliebten Menschen an. Vielleicht, wenn ihr diese Stille der Natur hört, denkt auch an eure geliebten Menschen, an eure Ahnen. Denn das ist mit das Wichtigste, was wir tun können, um sie nicht in Vergessenheit geraten zu lassen. Denn erst wenn man vergessen ist, ist man nicht mehr da.